Hallo? Ach, er hier. Wie hoch du das denn? Was rufst du denn hier? Du bist doch schon tot. Wieso denn hier? Hilfe! Ja, ist ja gut. Dem dich nass macht. Ich dachte, ich sterbe hier. Vorsicht da draußen. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Ich würde das irgendwo noch gerne überspringen können. Kann ich leider nicht. Ist mir nicht vergönnt. Wahrscheinlich gibt es dafür ein Patch, wenn wir fertig sind. Sieht sehr kalt aus hier. Aua. Da hat mich gerade die Welle an den Felsen gepeitscht. Komisch, hier ist kein mongolisches Schiff, ne? Die untere Insel ist quasi umzingelt. Hier ist fast nichts. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier lang schwimmen. Ich meine, hier ist ja alles voll mit Klippen. Da vorne ist wieder Gras. Frage ist ja, warum ist das hier? Vielleicht sollten wir auch erstmal die nächste legendäre Geschichte machen, ne? Damit wir mal das Feuerzeug bekommen. Das wäre mal eine Maßnahme. So, jetzt sind wir am Strand. Da hinten ist irgendwas. Und hier ist auch noch was. Da oben wahrscheinlich bei den Möwen, oder? Das ist irgendein Dorf. Und da ist ein Banner. Okay, dann müssen wir hier gleich irgendwo hoch. Wahrscheinlich. Wo ist mal der Banner? Hier ist ein Horfen oder so, ne? Na, war ja doch ganz gut, dass wir hier unten lang gegangen sind. Frage ist eigentlich nur, ob es hier Mongoletten gibt. Ah, ne, aber ein Haiku. Okay, dann gibt es wahrscheinlich keine Mongolen hier. Wo ist denn der Haiku-Ort? Da. So, warte, erstmal hier kurz einmal durchwühlen alles. Nicht, gut. Danke. Ich habe schon ewig keinen Haiku mehr gefunden. Ich meine, nicht, dass sie notwendig sind, aber ihr wisst es ja. Berg Hoffnung. Ah, mit R. Tü. Oha, jetzt können wir um ins Haus gucken. Ein Herzverwehr zu scheitern. Umarmen das grüßende Licht. Hack das Holz und trag Wasser. Ja, das ist gut. Hoffnung, sollen wir auch stets weiterkämpfen. Gefrorener Wächter. Ein Herz verwehrt zu scheitern. Stets weiterkämpfen. Stirnband der Hoffnung. Sag ich ja. Ich bin gut, ne? Schön, danke. Jo, gut, dann würde ich sagen, laufen wir erstmal bis hier. Die Küste entlang. Da oben ist auch noch was, da qualmt es. Pferd. Haben wir da schon? Nee. Oder wir gehen erstmal da hoch. Weil da raucht es gerade. Könnte eine Quelle sein. Oder was anderes. Ich wüsste nicht, was dampft ja noch so. Lager. Ist das in die Kamera immer so rangezoomt, ey? Das ist ja voll nervig.
Das ist ja Qualm. Oh, ach, ein Flüchtlingscamp könnte hier sein, ne? Und eine Nebenmission. Wer ist er denn? Hä? Die dreifache Welt? Die dreifache... Ach so, ach, der hätte uns bestimmt dann hierher geschickt, wa? Ja, das ist ja dämlich. Super, danke. Danke, Mensch, danke für ja nix, du. Da, du Limpte. Gut, reise ich wieder runter. Das ist ja toll. Ich hatte Hoffnung. Können wir einfach hier hochhalten, oder? Jo. Hopp, hopp. Weißt du, da sehe ich einmal Rauch und dann ist da wirklich was und dann ist es sowas. Ganz toll. Immer wieder großartig. Groß und artig. Noch weiter? Noch weiter. Hier ist der Block. Ich hoffe, es gibt keine verschiedenen Enden in meinem Spiel. Je nachdem, wie wir uns verhalten. Wäre irgendwie doof. Wenn das Ding hier auf Ehre aufgebaut ist, sind wir eigentlich am Arsch. Wenn wir mal ehrlich sind. Da sind wir wirklich am Arsch. Da vorne ist das Malerdorf. Okay. Können wir eigentlich erstmal an den Fluss entlang reiten. In der Hoffnung noch was zu sehen. Ich glaube, das ist zu weit, oder? Na, nicht ganz. Wir reiten jetzt hier dran vorbei. Dann hier unten entlang. Wir decken ja ein relativ großes Gebiet ab. Also die größtmögliche Fläche auf einmal. Okay, einmal ein bisschen auf den Weg lang. Dann müssen wir eigentlich nur noch nachher da hoch. Na, wahrscheinlich müssen wir gleich wieder zurück zu dem Lager, wo wir schon waren. Weil da der Hayopai sitzt, ne? Den Fuchsbau hatten wir schon. Gehen jetzt einmal hier durchs Gemüse. Eine Hütte. Da waren wir auch schon. Wir müssen jetzt scharf nach rechts. Also eher so hier so lang. Mist. Gelbe Blumen übersehen. Drehe ich jetzt auch nicht extra für um. So, hier kommen wir jetzt wieder zu Norio zurück, ne? Ja, genau. Wir müssen ein bisschen darüber. Also eher hier so hoch. Gucken. Ich habe die Vermutung, dass hier oben eventuell noch sein könnte, aber kann ich eher nicht, ne? Oh doch, hier vibriert's. Eine Grille, da ist sie. Mongolen? Keine Mongolen. Ich habe ewig keine Grille mehr gesehen. Ja, sehr gut. 16 von 20, fehlen noch ein paar. Ich war eigentlich der Meinung, wir hätten alles abgeklappert. Hier kann man noch überall rumklettern. Rechts von uns. Also da. Können wir sein, dass da oben was ist. Keine Ahnung, warum wir hoch können. Hier gibt es aber auch nichts, ne? Hier ist kein Banner oder sowas. Ne, ne, Kutte vibriert ja auch nicht. Da drüben können wir auch noch hoch. Sieht so nach mongolischem Kampfgebiet aus hier. So ein wenig, so direkt hinter uns. Oh. Stahl. Guter Stahl. Vorrede ohne Ende, guten Tag. Entschuldigung, ich zieh mal durch. Links? Da unten so eine kleine Pissecke.
Gut, ich muss hier eh runter, von daher. So, wurscht. Geht ja schnell. Hoffe ich zumindest. Ja, doch. Immer hier unten. Jetzt. Ich. Nein, hier ist keine. Ist nicht asynchron, keine Sorge. Ich komme nur mit dem Quatschen nicht hinterher. Weil ich zu schnell beim Klettern bin. Könnte hier noch was sein? Sieht fast nicht so aus. Außer so ein oller Weg. Sonst wäre ja auch schon Piepmatz aufgetaucht, glaube ich, ne? Ja, hier ist auch nichts. Na gut, dann hier so hin. Loppel, galoppel. Reiten wir den Rest noch und dann machen wir die nächste Nurio-Sache. Ich sag mal besser. Ah, wird genommen? Oh, brauchen wir gar nicht. Hä? Sah so aus. Sah wahrscheinlich nicht so aus. Sorry. Oh, sorry. Wir brauchen hier so nach rechts halten, ne? Also hier dann zur Küste. Ja, und dann einfach an der Küste weiter lang. Gleich rechts rum. So, hier wird jetzt also gespeichert, ja? Das ist ja interessant. So, jetzt müssen wir uns so ein bisschen rechts halten. Also ziemlich genau hier lang, ne? Jo. Oben lang. Wäre an und für sich egal. Och, du ahnst es nicht. Guten Tag. Aua. Oh! Hier leider nix. Der hat aber eine Range, du. Adamatra. Oh, ist schon wieder versteckt. Ich dachte, Angriffe mit dem Speer werden alle jetzt automatisch geblockt. Anscheinend nicht. Hallo, ich möchte die Gerät wegstecken, sonst nix hier. Uff, das waren aber viele. War sie ein bisschen unverhältnismäßig? Weil ich wohl wieder hergekommen bin. Dann ist auch noch einer Not. Auf den bin ich aber ehrlich, auf den scheiße ich jetzt. Ich glaube, hier ist auch sonst nichts mehr, ne?
Sieht nicht so aus. Oder, ach komm, ich helfe dir. Zu uns. Zack. Mist, also die, ja. Jetzt sind hier überall Hilfe, bitte! Große Hayupais dabei. Hier die Kommandanten, Legionellen, Legionäre, hier Lagergeneräle. Wir hatten keine Chance, mein Herr. Es waren so viele Mongolen. Ich glaube, ihr Hauptlager ist die alte Mine mitten in Kamiagata. Bestimmt rauben sie uns alle möglichen Rohstoffe. Mein Vater arbeitete jahrelang in der Mine. Überlasst das mir. Bringt euch in Sicherheit. Hab ich ihn schon gehabt? Anscheinend nicht. Jetzt kriegen wir wieder Orte dazu. Ach, bestimmt, weil wir eine Mission zwischendurch gemacht haben, oder? Könnte ich mir vorstellen. Na gut, dann gehe ich mal zu Norio. Mach die fertig, dann ist Norio auch durch. Dann findet er auch endlich seinen Frieden. Und dann haben wir eigentlich nur noch Ishikawa auf dem Zettel. Und der wartet ja auch schon auf uns. Sehnsüchtigerweise. Yay, yeah, Ishikawa. Ich weiß jetzt schon, der stirbt nicht am Ende. Vielleicht im ganz großen Endkampf gehen sie vielleicht alle drauf, dann haben wir niemanden mehr. Damit uns unser Onkel vorhalten kann, ihr habt alle eure Freunde geopfert. Und wir sagen einfach nur, ja, Sir Onkel, sie haben recht, Sir Onkel, bitte richten sie mich, Sir Onkel. Weil wir so ein kleines Weichei sind. Aber gut, wir haben ihn jetzt ja schon widerstanden, ne? Nachdem er schon so viele Samurai geopfert hat. Komoda okay, aber nach Komoda hätte er aufwachen müssen. Spätestens nachdem wir ihn gerettet haben, allen Pipapo. Aber, ja, Onkel sagt nein. Deswegen sagen wir Geist und jetzt sind wir einfach im Arsch. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu. Habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Das ist immer noch das erste Spiel, wo ich mich aufdrängen muss, damit ich Leuten helfen darf. Finde ich gut. Die dreifache Welt. Sagen, hast du gerade mein Pferd genommen? Wo finden wir ihn? Fort Shoney. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn... Ein Vor? Fort Shoney? Kikuchi? Yogaku? Ist hier irgendwo ein Vor? Ist sogar kein Vor in der Nähe. Oder meint er das hier? Ist das hier ein Vor? Ich bin mir nicht sicher. Wäre es umgekehrt, würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot und der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Zedern-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Recht hat er, aber lasst mich das doch machen. Rache ist Blutwurst. Mein Name, Junge. Entschuldigung. Ja.
Oder sagte er vor Kikuchi? Von da unten aus kann man das Fort gut sehen. Waren wir da schon drin? Bei der Suche nach Hardshoe habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlagt zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Ah, wir haben es, glaube ich, nur aufgedeckt, ne? Hunde, macht, dass ihr da wegkommt! Lorio! Bitte, wir waren bloß hungrig! Verschont uns! Wir verschwinden! Entspann dich mal! Lorio, sie fahren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Jetzt umso sie mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hardshoes letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hardshoe. Er ist weg. Lorio. Wo ist der? Das war so klar. Jetzt mal ohne Witz. Ich wollte es eigentlich kurz vorher noch sagen, aber... Oh Mann. Was zum Teufel? Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch... Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Ich bin doch auch da. Norio, finde Zuflucht bei Amida Buddha. Wer war das? Norio, er ist verrückt geworden. Kann ich ihm nicht... Hier waren wir schon. Das war auch offen. Ich glaube, das war aber aus Versehen offen. Ich kann gar nicht meine Waffe ziehen. Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Der war das? Glaube ich nicht. Der ist zu normal. Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hardshoe tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden.
Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Aber er muss doch nicht... Er tut, was der Geist tun würde. Er muss nicht tun, was der Geist tun würde. Ich tue, was der Geist tun würde, denn ich bin der verdammte Geist. Mann, niemand muss tun, was ich tun muss, damit... Deswegen mache ich's doch. Ich mache doch, damit es niemand anderes machen muss. Oh, diese Leute. Chaos Stirnband. Sieht gut aus. Angst und Verwirrung. Würde auch zum Geist passen. Mann, Mann, Mann. Da hätten wir eigentlich nicht mit bei sein müssen. Ich sag's nur mal. Gut, dann würde ich sagen, vom Zedern-Tempel aus reisen wir dann hier hin. Oder von hier aus. Verfallene Mine. Eigentlich können wir von hier aus was machen, oder? Auf dem Weg. Oder vom Zedern-Tempel. Wobei, wir können auch vom Zedern-Tempel. Dann haben wir einmal, sind wir einmal durchgeflücht. Machen wir vom Zedern-Tempel aus. Wobei, eigentlich würde ich es gut finden, wenn wir erstmal ihn hier machen. Die unsterbliche Flamme. Ich würde gerne den Weg der Flamme machen. Und dann können wir eigentlich gleich Geschenke abholen. Entschuldigung für die zwei Ladebildschirme. Aber die gehen zum Glück schnell vorbei. Weil dann haben wir das endlich. Weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt alles mache und nur den Weg der Flamme nicht, dann brauche ich nachher auch nicht mehr. Ist also Quatsch. Quatsch schmeckt Matsch. Ja, guck mal. Wir müssen reden. Ja, aber nicht jetzt. Ich bin quasi nur auf der Durchreise. Also tu mir mal in Ruhe lassen. Ich will nur Geschenke abholen und dann weiter. Nasu Babas Zorn, die dämonische Maske eines furchterregenden Kriegers. Ich finde ganz ehrlich, die Masken sehen irgendwie alle gleich aus. Schon Leder. Frischer Stahl. Dann einmal hier durch. Und dann machen wir mal den Weg der Flamme. Mein Herr. Ihr seid aber keine Samurai, oder? Hier oben waren wir noch gar nicht, ne? Na dann. Ich freue mich wieder auf die Geschichte, die sind nur gut. Die sind sehr gut erzählt. Davon können auch ruhig ein paar mehr sein. Was ist da oben? Da kann... Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da ist ein Bambusstand. Aber da ist keiner. Das weiß ich, den wir haben schon. Bitte. Entzündet. Soll ich dir helfen? Will das Feuer nicht brennen? Nein, mein Herr. Das Holz ist zu nass. Und meine Hände zu kalt. Ich versuch's mal. Puh. Mir war noch nie so kalt. In wärmerer Gegend wärt ihr besser dran. Ihr aber auch, mein Herr. Doch gesellt euch fürs Erste zu mir ans Feuer und hört euch die Geschichte dieses Berges an. Vor langer Zeit fiel Feuer vom Himmel, direkt auf den Yogaku-Berg. Ein einziger Krieger wagte den gefährlichen Aufstieg und fand einen riesigen Fels in Flammen gehüllt. Er hielt sein Schwert in das Feuer. Flammen zündeten um den Stahl. Doch er selbst blieb unversehrt. Er erschuf einen neuen Kampfstil,
den er den Weg der Flamme nannte. Der Krieger nahm Stücke des Felsens mit nach Westen, nach China. Dort suchte er bei Mönchen und Gelehrten Antworten über seine Herkunft. Nach monatelangen Reisen und Forschungen fiel erneut Feuer vom Himmel. Er führte die Menschen hin, um ihnen die Angst davor zu nehmen. Denn er hielt den Weg der Flamme für ein Geschenk des Himmels. Und er teilte die Geheimnisse mit allen, die lernbegierig waren. Über die Generationen weitergegeben, ist der Weg der Flamme nach Tsushima zurückgekehrt. Die Mongolen setzen ihn gegen unser Volk ein. Doch angeblich brennt das Feuer noch immer auf dem Yogaku-Berg und wartet auf den, der den Aufstieg überlebt. Ihr wollt also wissen, ob die Geschichte wahr ist. Wagt ihr euch hinauf? Ich nicht, mein Herr. Ich erzählte die Geschichte kürzlich einem Ronin und er wagte den Aufstieg. Doch ich fürchte, die Kälte wird ihn überwältigen. Ich werde das Geheimnis des Berges lüften. Und ich wette, wir müssen ein Duell gegen den Runenmann bestreiten. Die unsterbliche Flamme. So viel zum Thema, wir treffen nicht mehr auf Runen.